Hostage. Ja, manche schlüpfen gern in die Rolle von Elvis oder auch mal von Marilyn Monroe. Und dann gibt es Menschen, die wären zum Beispiel gerne der Held in so einer Fantasy-World. LARP, Live Action Roleplay, nennen sich diese Rollenspiele. Und wir sind mit zwei LARP-Anhängern mal ins Mittelalter abgetaucht. Von außen betrachtet ist es ein übles Hauen und Stechen. Aber ist das Live-Rollenspiel wirklich so brutal, wie es hier aussieht? Man kann erstens die Waffe verschieden herstellen. Man hat dann einen Kernstab aus Plexiglas, der halt ein bisschen stabil ist, damit die Waffe nicht durchspricht. Und um die Waffe drum ist halt ein Schaumstoffmantel quasi, der auch mit Latex überzogen ist, damit die Waffe auch nicht irgendwie nackt da steht. Aber wenn man jetzt, sage ich mal, keine Rüstung anhat, wie wir zwei jetzt, tut es dann halt ab und zu mal jetzt, kommt auf einmal mal getroffen wird, schon weh. Also auf die Hände tut es halt am meisten weh. Aber jetzt so Brustkorb und Rücken eher nicht so. Bei den Rollenspielen hat Davids Vater immer auch ein Auge auf seinen Sohn. Er hilft mit beim Waffenbau in der Werkstatt und mittlerweile ist er sogar selbst begeisterter Rollenspieler. Ein generationsübergreifendes Hobby. Vielleicht ein bisschen so, wie wir das früher als Kinder auch gemacht haben, dass wir eben den ganzen Tag draußen waren, Feuer gemacht haben, ein Würstchen gegrillt haben. Das ist da wieder ein Schritt in diese Richtung. Und das kann man dann vielleicht auch den Jungs etwas weitergeben. Und es macht schon Spaß. Also ich muss da jetzt nicht irgendwie mich verstellen, um das da mitzumachen oder mich da anzustrengen. Es ist einfach ja das Kind in einem, was da wieder hervorkommt. Noch haben die beiden ein paar Monate Zeit bis zu ihrem nächsten großen Con. So werden die Treffen unter LARPern genannt. Am Kampfstil und ihren selbstgewählten Rollen müssen sie noch arbeiten. Auch im Spiel sind die beiden längst nicht erwachsen. Während Davids Vater immer einen Schmied darstellt, sind die Jungs noch seine Lehrlinge. Ich habe dann gedacht, spielst du mal den Helden, gehst aufs Feld und haust einen Ork um. War dann aber nicht so, weil auf einmal sieben vor mir standen, haben mich dann gepackt und mich ins Lager geschleppt. Ja, war halt wirklich ein tolles Erlebnis und haben mich dann gequält in ihrem Lager, haben mir die Ohren abgeschnitten und so Sachen, haben sich auf mich gestellt und haben mir Tränke und sowas eingeflößt. Also total tolle Sachen, die man dann halt auch ausspielen kann. Dabei sein dürfen David und Josh bei solchen teils grausamen Folter- und Gewaltszenarien eigentlich erst, wenn sie volljährig sind, so wie die meisten LARPer. Das Raufen nach Regeln scheint Männersache zu sein. Naja, ein paar Frauen gibt es schon, sogar an vorderster Front. Apropos Frauen, was sagen denn die Mütter von David und Josh dazu? Was sollen sie denn machen? Wenn der Vater da mitmacht, dann kann der Schächter was gegen machen. Aber es gibt bestimmt Mütter, die hätten dann Angst. Ja, ihr haut euch da und ihr tut euch weh. Aber das ist ja jetzt speziell, denke ich, bei unseren Müttern überhaupt nicht so. Und die haben sich damit abgefunden. Es war halt schon immer so ein bisschen, ist auch teuer, sage ich mal in gewisser Weise, das Hobby. Ist nicht ganz billig. Aber die meckert manchmal so ein bisschen rum. Aber trotzdem macht es halt immer noch den Kuchen. Auf David und Josh üben die mittelalterlichen Fantasy-Welten mit Fackelumzügen und Männlichkeitsgebaren eine spezielle Faszination aus. Immer wieder hört man auch von Teilnehmern, die sich in ihren selbstgewählten Rollen verlieren. Oder doch nur ein Vorurteil, das man übrigens auch Computerrollenspielern entgegenhält? Computer ist halt dieser mit netten Leuten am Lagerfeuer abends zusammensitzen Effekt nicht da. Ja, also man, das ist halt nicht real und das ist halt, im LARP ist es alles da und deswegen macht das auch so viel Spaß. Genau, vor allem Spaß muss es machen und man fühlt sich enger verbunden. In Davids Werkstatt jedenfalls werden die beiden noch ein paar Monate mit ihren Kostümen beschäftigt sein. Zum Wohl, Mädels, auf diesen gelungenen Film. Ich stelle Ihnen gerade mal die Autorin vor. Das ist Verena, die Kulturanthropologie studiert, bei denen, die wir vorhin schon gesehen haben. Und das ist die Maya, Landesart-Autorin. Ihr habt zusammen den Film gemacht. Maya, wie war die Zusammenarbeit? Ja, sehr schön. Ich fand es sehr erfrischend, mal mit einer Studentin zusammenzuarbeiten, die ja auch aus dem Vollen schöpfen konnte, weil sie sich ein ganzes Semester mit diesem Thema beschäftigen konnte.
Verena, als ich eben euren Film gesehen habe, ist mir als erstes aufgefallen, das sind ja alles Kerle. Was ist denn da los? Sind diese Rollenspiele männerspezifisch? Na, ich meine, junge Kulturen sind generell eher männerdominiert. Aber im LARP gibt es auch Frauen, ja. Zwar weniger, aber die gibt es. Und es wird auch immer wieder von LARPern betont, dass es eben gerade Frauen gibt, die in erster Reihe mit dem Schwert das Schwert schwingen. Ja. Und wie war das für dich jetzt, so eine Subkultur mal so genauer in Augenschein zu nehmen und nicht nur wissenschaftlich über die zu reden, sondern mal direkt am Ende mit denen zu tun zu haben? Ja, super. Ich fand die Jungs total nett. Wir sind sofort ins Gespräch gekommen. Die haben mir sehr gerne erzählt und ich muss sagen, ich finde es mittlerweile richtig toll. Ich würde es auch gerne mal ausprobieren. Ah, okay. Ein Mädchen kommt. Okay, danke schön. Danke.